Hey, ist das ein Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute spielen wir auf meinem wunderschönen mittleren Account, dem General New-StarLP. Das Ganze mit Firebird und mit Hornet im wunderschönen Control Points Modus. Ich hoffe, das wird was. Es wird wieder meine Umstellung sein. Gucken wir mal. Ich lasse mich überraschen, was da jetzt also auf mich zukommt. Die Gearscores könnten halt wieder ganz, ganz schlimm verteilt sein, ne? Auf den Accounts, also auf den Rängen. Ja, da muss man mit allem rechnen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich halt trotzdem mal wieder hier einen anderen Account für euch bespielen. Einmal alle Jubeljahre darf man es auch mal versuchen, ne? Da darf man auch mal wieder einen kleineren Account nehmen, um dann wieder mitzubekommen, oh, okay, wir spielen hier wieder gegen die Elite. Ja, die mal wieder hier komplett alles rasieren darf. So, auch von mir aus gegen den Strich, wenn es sein muss. Gut, nichtsdestotrotz wäre schön, wenn hier aber auch mal eine Schlacht gefunden werden könnte. Das würde ich sehr, sehr bevorzugen, damit ich hier nicht 15 Minuten nur in der Lobby bin und warte, dass irgendwas passiert. Ja, ich finde die Farbe, die ich habe, schön, aber ich habe auch keine andere Farbe. Die ist schön, aber es gibt bessere Farben. Ja, kann man lassen, ne, wenn man halt unbedingt will. Ja, hat man ja sonst nichts anderes, also muss man das halt nehmen. Ja, auf dem Account ist außer goldener Stern. Ne, ist eine nette Farbe. Vielleicht nicht mehr so besonders wie damals, aber okay. Gut, Massaker. Yippie-yay-yay. Das Warten hat sich nicht gelohnt. Seien wir ehrlich. So, das wird ein Spaß. Es wird ein Spaß. Ich bin zwar schnell unterwegs. Boah, wo bin ich denn jetzt schon wieder stecken geblieben, ne? Also, das ist halt etwas, was mich wirklich an dieser Karte echt aufregt, ne? Überall. Oh mein Gott. Überall hast du halt so Sachen, ja? An denen bleibst du einfach stecken. So, blub. Bleiben wir da stecken. Und wir bleiben noch da am besten stecken. Jupp. Machen wir es doch einfach so, ne? Gut. Was mit dir? Hoffentlich schenkst du mir einen Kill. Dankeschön. Sehr, sehr schön von dir. Freundlich. Immer wieder. Gut. Dann halt nicht. Ist okay. Dann halt nicht. So. Was mit euch? Wunderbar. Meine Firebird würde euch hier alle mal ein bisschen zum Verbrennen bringen, sofern ihr natürlich keine Heilungen habt. Aber anscheinend hat der ein oder andere von euch Heilungen. Was sagen eigentlich die Gearscores? Die habe ich mir nicht angeguckt. Ja, eine ganz, ganz wilde Verteilung. So. Interessant. Okay. Geht besser. Geht aber auch schlechter. So, das Einzige, was mich hier... Ja, ich wollte gerade sagen, so, das Einzige, was ich, was mich so ein bisschen positiv stimmt, ist, dass hier keiner mit einem kompletten Gearscore von 9999 ist. Nein. Aber dafür haben wir einen gegnerischen Team, der hat einen Gearscore von 9993. Völlig anderes Level. Völlig anderes Level. Wenn ihr denkt, dass er hier leichtes Spiel hat, nein. Der hat irgendwo eine Stufe weniger. Das macht einen Unterschied. Unterschied, sage ich euch, wie Tag und Nacht. Ja. So ein großer Unterschied ist das. Na gut, okay. Ich bin mal gespannt. Ich versuche halt trotzdem hier mein Bestes irgendwie rauszuholen. Obwohl ich halt nicht so positiv gestimmt bin, wenn ich das hier so sehe. Ich finde wirklich diese Gearscore-Verteilung teilweise echt interessant, ne? Also, keine Ahnung, ey. Du hast 9000er, du hast 3000er, das alles in einem Match, ja. Krass. Wirklich, wirklich krass. So, ich habe meinen Overdrive. An wem kann ich den denn verschwenden? Sagt mir mal Bescheid. Oh, Alter. Hallo, junge Dame. Ah, oh, schade. Schade. Sehr, sehr schade. Da hätte mehr laufen können. Okay, also das war jetzt gerade überhaupt nicht so geplant, was ich gesagt habe. Tut mir leid. Das hat sich gerade so ergeben. Na, nun komm. Schade. Hat er noch eine Heilung? Na, ich hoffe nicht. Ja. Ah. Mist. Aber der müsste wahrscheinlich richtig runtergeschossen sein jetzt. Denn die Verbrennung, die hat ihm jetzt doch einiges dann an Leben abziehen können. Alles klar. Gut. Tja. Oh. Aber können wir dadurch vielleicht doch an die Goldbox kommen? Ah, oh, es sieht schwer aus. Es sieht... Nee, schade.
Schade, schade, schade. Es hätte so gut sein können. Ich halte aber auch wirklich überhaupt nichts aus. Zwei Schüsse und ich bin weg. Müsste ich einen anderen Untersatz nehmen, aber dann kann ich halt leider nicht Firebird nutzen. Eine Firebird auf einem mittleren Untersatz auf der Map. Ich glaube nicht, dass das viel bringt. Ich kann mich irren, aber ich glaube nicht. Ah, nee, da. Lass mal. Gegen die muss ich jetzt nicht versuchen. Mit dem Titan Overdrive da halt jetzt irgendwie stundenlang rauf zu holzen, bringt herzlich wenig. Ja, schade, dass wir hier auch so überrannt werden. Aber ich find's interessant, ne? Ein paar 9000er, ein 3000, das ist echt krass. Wirklich krass, ne? Also der Gearscore, der sagt halt nicht mal irgendwas aus, wohin du halt kommst in den Schlachten. Ja, du kannst halt einen extrem schlechten Gearscore haben und trotzdem kannst du halt in ein Team kommen, welches extrem am Dominieren ist. Einfach weil sie halt alles haben. Ne? Da fehlt halt vielleicht noch irgendwas bei der Drohne, die eine oder andere Stufe. Aber das war's dann auch schon. Boah, es ist echt krass. Ich halte halt überhaupt nichts aus. Ne? Ich bin zwar irgendwie trotzdem noch immer hier mit einer guten Platzierung dabei, aber weit komme ich nicht. Und leider kommen wir auch als Team gerade nicht so weit. Die Gegner haben halt ja alle Punkte, außer unseren in der Basis. Na, immerhin etwas, ne? Würden sie den auch noch bekommen, dann würde ich an uns zweifeln. So, dann lass uns mal wieder hier ein paar Punkte uns schnappen. Boah, Junge, ich hab jetzt aber auch überhaupt gar keinen getroffen, ne? Ah, Mann, ey, Mann. TO könnte einen wieder mal so richtig aufregen, ne? Wenn man das so sieht. Ich fahre halt schon mit Schutz und allem, was ich habe. Und trotzdem reicht eine Rakete aus. Ich glaub's nicht. Full Life mit Schutz. Zack. Rakete rein. Das war's. Ey, unglaublich. Oh. Kriegen wir wenigstens den Punkt hier? Ja, komm. Ich hoffe, ich habe den miterobert. Schön. Nochmal zwei Kills hier geholt. Punkt neutralisieren ist drin. Ja, ist wenigstens drin. Sehr schön. Ja, nice. Gut, ich mache mal den Modus. Das Schöne an dem ist halt, der verzeiht ein paar Fehler, nicht wahr? Aber der kann halt natürlich auch komplett gegen einen gehen. Wenn du ganz kurz die Führung hast und die Gegner dann kommen, ja, dann sieht's schlecht aus. Sehr, sehr schade. Hat er sich noch die Heilung holen können. Ah, Mann, ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Firebird ist halt eine Waffe, die habe ich halt hier komplett ausgebaut, ne? Also insofern, dass ich die halt nehme, ist schon irgendwo nachvollziehbar. Aber mit Hornet halte ich halt einfach wenig aus. Nur wenn ich jetzt auf einen mittleren Untersatz gehe, so viel Unterschied macht's halt nicht. Ja, ich bin halt nur aber extrem langsam unterwegs. Ja, und das muss halt nicht sein, wenn du halt aus der Ferne die ganze Zeit Schaden bekommst, ne? So. Okay. Wie auch immer er mich hier noch erwischen konnte, weiß ich nicht, aber ist okay. So, sehr schön, dass wir das hier noch ein bisschen competitive machen können, was den Score angeht, momentan. Aber es sind noch immer 7 Minuten auf der Uhr. Nice. Ich finde es schön, wie viel Schaden ich hier machen kann. Ja, so ein schwerer Untersatz wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber ich bleib lieber weiterhin agil. Also vor allem nicht jetzt schwer mit einer Nahkampfwaffe, ne? Aber ich meine nur, wenn, dann müsste ich halt natürlich auch eine andere Waffe nehmen. Aber ich bin dann lieber dann der etwas agilere Typ hier. Und ja, was können wir denn eigentlich an Schutz so reinnehmen? Wenigstens was die Schutzmodule angeht, da können wir bestimmt noch ein bisschen was da tricksen. Hammer wäre eine Option, könnte man nehmen. Oh, voll stecken geblieben, ey, ich glaub's nicht. Boah, das war jetzt richtig verschwendet. Ich weiß nicht, was kann man denn dann nehmen?
Donner, Ricochet und Schaft. So, also wir könnten... Ich weiß nicht, ob ich Striker-Schutz habe. Hammer, müsste ich auch mal gucken, ob ich das habe. Weiß ich halt nicht. Twins. Ja, die haben halt vieles, ne? Schwer zu sagen. Boah. Ich gebe mich hier nicht geschlagen. Nice, Punkt neutralisiert. Tja, die haben halt alles mögliche an Waffen, ne? Smokey haben sie. Also Striker wäre vielleicht noch etwas, was sich lohnen könnte. Und Hammer ist auch gerade ein bisschen nervig. Was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Boah, ja, Vulkan. Ach, ich weiß es nicht. Hier ist halt alles. Boah, verdammte Heilung. Ja, mal gucken. Nee, das wollte ich nicht. Was haben wir denn überhaupt? Okay, Striker, ja, nee, lohnt sich überhaupt nicht, habe ich nicht. Wir können aber Ricochet rausnehmen und dafür Dings reinmachen. Schaft habe ich auch nicht gesehen, dafür können wir Twins reinmachen. Und ansonsten... Donner? War da Donner? Ich könnte halt noch Freeze mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt ein bisschen was bringt. Ja, mal schauen. Ja, okay, da haben wir Donner. Na super. Das ist ja schon mal ein guter Anfang hier mit den Schutzmitteln. Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Du nimmst irgendwas raus, zack. Erster Gegner, den du siehst, genau das, was du rausgenommen hast, hat er. Sehr schön, da weißt du, das wird jetzt noch eine ganz, ganz nette Endzeit hier. Toll. So, dankeschön, dankeschön. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel Schaden ich hier trotzdem machen kann. Ne? Wenn ich natürlich überlebe. Das ist halt auch eine Voraussetzung dafür. So. Aber wir sind doch immer hier gerade so, ja, ein bisschen Kopf an Kopf, ne? Hätte ich nicht gedacht. Also eigentlich, mir kommt es halt mehr wirklich so vor, als würden die uns hier einfach mal komplett auseinandernehmen. Aber, kommt er noch hinten zur Heilung? Sieht er sie? Nee, aber immerhin habe ich ihn noch bekommen. Wunderbar. Und 560 Punkte, also beschweren kann ich mich da eher weniger. Ja, das ist, finde ich sehr schön. Oh, das ist echt krass, wie ich mal aussehe. Das ist schon wirklich krass. Wirklich. Ja, aber gerade rennen sie uns mal wieder hier davon. So, wir müssen wieder anfangen, hier Punkte zu erobern und den halt, ja, natürlich auch die Punkte halten, damit die hier wenigstens genügend Punkte abgezogen bekommen. Denn das würden sie. Ja, wir müssten es halt jetzt nur mal langsam hier ein bisschen hinbekommen. Bitte keine Heilung, bitte keine Heilung. Nice. Ja, genau so. Jungs, jetzt habt ihr es. Sehr schön, 1826 und die Punkte gehen gerade an uns. Okay, fast. B ist leider nicht so. Ist in Ordnung. Was nicht ist, das kann auch werden. Ich habe nicht einen Schuss setzen können. Was? Na. Ah. Na gut. Noch ist nichts verloren. Noch ist nichts verloren. Boah, Dreck. Dreck, 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 Dreck. So. Nice. Immerhin einer geht noch drauf. Es ist noch immer sehr knapp. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Aber ja, wie gesagt, der Modus verzeiht einem halt auch wirklich einige Fehler, ne? Das ist schön. Das ist wirklich sehr schön. Schade. Jo, dann schnappt ihr euch den mal. Oh. Na, verdammt. Aber gut, seine Heilung ist wenigstens weg. Punkt ist neutralisiert. Oh Mann, ey. Das wird noch ganz knapp. Wenn das so bleiben sollte. Eie. Alles klar. Wisst ihr, was mich gerade so richtig aufgeregt hat an dieser Situation? Könnt ihr euch vorstellen, was das war? Könnt ihr euch vorstellen, was das war? Abgesehen davon, dass ich keinen Schaden mache. Ja, boah, Mann, ja, ey, das gibt's doch nicht. Weißt du, du denkst so, okay, komm, auf den gehe ich jetzt, ne? Wups! Oh, sorry, Verbindungsprobleme und du kriegst Schaden. Ey.
Alter, ich kann mich so aufregen. So, nehmt euch den Punkt. Ich schnapp mir den da. Dann schnapp ich mir die Heilung. Da habe ich wenigstens noch eine andere Heilung. Dann schnappen wir uns den da. Dann nehme ich die Heilung. Ja, gönnt euch ruhig den Punkt, ist mir egal. Ich weiß nicht. Muss halt... Ja, wir gehen halt so auf die Gegner. Oh, crap. Na gut, immerhin. Er muss seine Heilung einsetzen, wenn er Bock hat zu überleben. Weil, ja, jetzt hat er sie eingesetzt. Gut, immerhin ist sie weg. Es ist halt noch immer wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber jetzt läuft halt die letzte Minute an. Und die haben halt leider mal wieder alle Punkte hier. Was halt echt blöd ist. Um es mal so zu formulieren. Also wenn wir wirklich gewinnen wollen würden, ja, wenn wir wirklich die Ambition hätten, dann müssen wir das jetzt machen, ne? Weil ansonsten ist nicht. Und dafür brauchen wir halt leider mehr Punkte als die, ne? Aber es war trotzdem ein nettes Match hier. Also 800 Punkte habe ich insgesamt gemacht. Das ist schon nicht schlecht. Finde ich. Also bei der Gearscore-Verteilung finde ich das jetzt eigentlich nicht so übel. Ja. Eine knappe Niederlage. Aber immerhin dafür wirklich einiges gemacht. Zweiter. Ja. Beschweren kann ich mich ja weniger. Gut, ich konnte mich über einiges beschweren. Okay, vielleicht hätte ich noch mal den einen oder anderen Punkt einsammeln müssen. Mit dabei bleiben müssen. Naja. Ist ja auch egal. Ja. Aber gut. Sei es drum. Hui. So. Ich hoffe, es hat euch aber auf dem mittleren Account gefallen. Es ist wirklich... Oh, ey, wenn du nicht alles ausgebaut hast, hast du ein Problem. Hast du ein Problem in dem Game? Was habe ich denn überhaupt meine... Okay. Ja, gut. Fehlt einiges. Ja, naja. So. Ja, trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut, auch besser, Rinja, und ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil, dann wahrscheinlich auf dem großen Account. Werden wir mal gucken, ne? Aber ich bin mir schon sehr sicher. Ja, ansonsten, haut rein. Danke fürs Zusehen.